Servus Leute, zurück zu Let's Play War for the Overworld. Wir befinden uns wieder auf Speedrun Achievement Jagd und beim letzten Mal haben wir die Untoten erhoben. Ja. Das war ein großer Schlag, die Alten sozusagen wieder zu beleben. Aber jetzt müssen wir die Aktuellen aufhalten. Das Imperium versucht, Verstärkung zu schicken. Die werden wir aufhalten. Your last act of profanity has baited them to rash action, Underlord. The Empire are moving the bulk of their forces through Belmorn's Pass, an old dwarven routeway. If we trap them here and force them to break against your defenses, we can wipe out the Imperial army in one fell swoop. Okay, wir müssen sozusagen einen Hinterhalt aufbauen. Gegner werden durch uns durchlaufen wollen, von einem Ort zum anderen, und wir werden es verhindern. Keiner wird auf der anderen Seite ankommen. Das würde sozusagen auch das zweite Achievement beinhalten. Aber wichtiger ist die Turmverteidigung. Level 9 innerhalb von 38 Minuten abschließen. Ich weiß nicht, woran das liegt, also wie man das abschließen kann, aber ich gehe mal davon aus, alles zu zerstören, ist die richtige Antwort. Um das zu können, brauche ich Zeit und Zeit ist kostbar, deswegen brauchen wir Fallen. Wir haben schon in der letzten Mission die Macht der Fallen kennengelernt, die werden wir wieder einsetzen, hoffentlich. Das ist zumindest der Plan. So, legen wir los. Welcome to Bell. Ja, ja, blablablub. Schön, da kommen sie her, da wollen sie durch, da wollen sie hin. Langer Weg, viele Möglichkeiten zu töten. Entomb them at the moment of their salvation and crush the morale of these imperial stragglers. Gerne, gerne, gerne. Ich mache extra hier nicht direkt da hoch. Also sie kommen von da rechts und wollen da rüber. Das ist schon mal der Weg. The way to go. To go, to go, to go, to go. Eine fancy Sache. Wir machen hier auf. Da sehen wir schon, warum. Da unten vielleicht ist auch etwas. Aber jetzt erstmal. Ja gut, wir müssen auch scouten. Achso, und ich brauche eigentlich Platz. Deswegen baut ab. Baut ab, baut ab, baut ab. Ich brauche Platz zum Ausbreiten. Zum Bauen. Zum mächtig werden. Wunderbar. Und den Außenposten, den könnten wir einnehmen, oder? Jawohl. Da oben, da liegt was. Sieht man. Da unten ist nichts. Da kommen sie her. Wege scouten. Okay, das Zerstören ist unser Ziel. Dann kommen sie nicht mehr durch, wahrscheinlich. Schön. You are out of mana. Imps. Wir brauchen Imps, wir brauchen Platz, wir brauchen was zum Bauen. Wir brauchen Fallen, habe ich gesagt. Fallen ist wichtig. Deswegen beginnen wir doch schon mal mit etwas, um Fallenbauer anzulocken. Das mit dem Scouten muss ich nicht zwingend machen. Ich weiß, dass überall was versteckt ist. Das holen wir uns mit der Zeit. Wichtig ist bloß, dass wir jetzt erstmal was aufbauen. Walls full of gold ist schlimmere Schicksale. Platz ist das, was wir erstmal brauchen. Wir brauchen Platz und Truppen. Platz und Truppen. Truppen können wir hier machen. Wunderbare Sache. Auch eine schöne Sache. Kann man immer gebrauchen.
Kultisten. Weil wir haben ja einige Wunder oder Artefakte zu finden. Geht mal da drüben. Na, wobei, muss nicht. Ist ja ein Weg. Oder? Da ist doch ein Weg. Kurz mal scouten. Ah ja. Warum auch immer hier niemand was macht. So, was hätte ich gerne? Ich hätte gerne, natürlich, hätte ich auch gerne. Kostet zu viel. Beziehungsweise, ich habe nicht genügend Goldplatz. Machen wir hier eine kleine Goldkammer. Noch zusätzlich. Damit sie besser das Gold sammeln können. Sehr schön, sehr schön. Und dort oben machen wir mal ein bisschen mehr Platz. Ist das hier schon alles eingenommen? Geht da... Doch, der Weg geht da noch weiter einzunehmen. A succubus has entered your dungeon. Wobei... ich überlege gerade. Vielleicht machen wir doch wieder zu. Weil ich mir vorstellen kann... Hier. You've claimed an incantation shrine. Hier lässt sich doch sehr schön verteidigen, nicht wahr? You have discovered a gateway. Gateway, incantation shrine. You've identified an artifact of assembly. Wunderbar. Das ist das, alle Verteidigungsanlagen bauen. Oh, perfekt. Das ist super juicy. So, ein kleiner Kerker muss hier hingemacht werden. Muss diesmal nicht so riesig sein, glaube ich. Es reicht, um ein paar hier zu bewahren. Essen, Schlafplätze, wenn ich Geld hätte. Wenn ich Geld hätte, kann ich hier Schlafplätze auch machen. Geld. Wie wäre es? Na? Bisschen schneller. It power naps. Evil never sleeps. It power naps. Sehr witzig. So, was sehe ich hier? Etwas zum Sprengen. Was sehe ich hier? Etwas mehr Gold. Da ist nichts zu holen. Evil never sleeps. It power naps. Da ist was versteckt. Sehr schön. Ja, ich sehe es schon an dieser Wand, dass dahinter was versteckt ist. Deswegen schauen wir uns das nicht an. Vielleicht ist hier noch was. Underminer complete. Nein, hier, nein. Auch nein. Naja, hätte ja sein können. So, Biester. Biester wären auch ganz nützlich. Geld. An Oculus has entered your dungeon. Geldmangel ist ein Problem. You've identified an artifact of experience. Das ist gut. Aber kein Geld zu haben und so viele Imps ist echt unangenehm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier auch irgendwann gefährlich wird. Wobei, ich kann es aufmachen. Wobei, ich werde es aufmachen wahrscheinlich. Achso, ja. Wo führt es mich hin? Ah, sehr gut. Oh, da ist ja noch so ein komischer... Da sehe ich noch mehr zum Sprengen. Aber der Goldschrein ist ja schon mal wichtig. So, was gibt es hier alles? Fancy Sachen. Keine Ahnung. So, die kommen da durch und dann möchte ich sie hier empfangen. Braucht dazu nur ein bisschen Geld. Wie lange ist noch?
2 Minuten, nicht lange. Aber ich kann ja alles sofort fertig machen, also dementsprechend. Alles nicht so schlimm. Nehmt ein. You've identified an artifact. Was für eins? Sünde. Artifact activated. Uprising, unlocked. Irgendein komisches Zeug, Annexion. Auch ganz nett, keine Ahnung. Fliegt nie herum, okay. Gold Shrine, unlocked und aktiviert. So, das Geld sollte jetzt funktionieren und fließen. Das ist eine schöne Sache. Währenddessen, oh, eine Gruft. Gefallener Diener und Helden. Oh, das hört sich interessant an. Aber ich muss erst mal Verteidigungsanlagen bauen. Ach, erst Verteidigungsanlagen. Wie lange habe ich noch Zeit? Noch ein bisschen Zeit. Sammelt Geld. So viele Worker brauche ich nicht mehr. Wobei. Artifact of Workers. You have been blessed with permanent spirit workers. Spirit Workers sind wiederum eine Sache. Spirit Workers sind eine tolle Sache. So. Hier heißen wir sie willkommen. Wer auch immer kommen möchte, wird willkommen. Payday has come again. It's time, Underlord. Glaube. Spring your ambush and unleash hell. Ich glaube, das werden die Fallen automatisch machen. Ich werde sie fertig machen, sobald notwendig. Jetzt brauche ich erstmal Geld. Bombard complete. Vielleicht bin ich doch ein bisschen greediger. Ach, der Kerl. Muss das denn sein? Komm zurück. Your creatures are in combat. Ach so, ja. Da können wir es sprengen. Sehr fein. Dann habe ich alle sonstigen Artefakte gefunden? Scheinbar. Shadow lost. Blade Lotus complete. Come on, lads. Oh. Let's get past this crumbling old cavern and breathe some fresh air for a change. Will ich noch mehr fallen? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich geht immer mehr. One of your minions. Defense fertig. Your defenses are being assembled. Könntet ihr mal da wegbleiben? So ein Worker-Bereich. Die dürfen da nicht durch. Worker sollen nicht durch. Was gibt es hier? Ah ja, da war ein Artefakt anscheinend. So, und jetzt kommen die hier durch und dann sterben sie. Nothing gets past me. Your Blade Lotus is under attack. Oh, wisst ihr, was noch fehlt? So ein Verteidigungs-Oger-Posten noch. Den können wir noch machen. So. Jetzt brauchen wir. Ah, ich könnte eigentlich auch. Oh ja. Ich könnte da auch so einen. Your minions are being attacked. Goldstrudel machen. The gold vortex will allow your workers to deposit gold into it, which will then be magically transported to your nearest vault. Ich hoffe, das triggert auch dann auf die nächstbessere. Gold vortex complete. Sehr gut. Muss er noch aktiviert werden, ist die your Frage. Your minions require a tavern. A Tavern. Ja, können wir machen. Gib mir kurz Zeit. Taverne. Ja. Taverne kann man machen. Ich habe gehört, da wollen sich welche mir anschließen.
Your blade, Lotus, is under attack. Warum kämpfen die da? Your blade, Lotus, has been destroyed. Also vielleicht ist es gut, wenn sie hier kämpfen, aber... Dann geht mal wenigstens hinter die Reihen. Blade Lotus wurde zerstört. Wie ist der da durchgekommen? So. Ich verstehe. Na gut. Your blade, Lotus, is under attack. You've identified an artifact of experience. A Templar has been corrupted in your torture. Wieso gehen sie da weiterhin durch? Muss ich halt ein bisschen mithelfen. Zweite Bataillon. Also, wir haben nicht unendlich Zeit. The crypt will store the souls of dead units by allowing your workers to drag their corpses to be burnt upon the pyres. You may also drop prisoners or any unwanted minions onto the pyres to amass more souls. The crypt will attract the necromancer, who can use these souls to raise an undead army of ghouls. Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. A high guard has been converted in your torture chamber. Dass der eine da kämpfen will, finde ich nicht so gut. Priesterin. A necromancer has entered your dungeon. Jawohl. Weil das war mir klar. Die soll ja auch kämpfen, die soll ja auch wirken, die soll ja auch... Was ist da im Hintergrund? Hier, Nekromant. Zeig mir, was du kannst. Angriff. Wir brauchen eine Armee, die wir sozusagen gegen die wenden können. Das wird eine wundervolle Armee, sag ich euch. Eine wundervolle Armee. Hier haben wir schon mal aufgemacht. Kann man das auch einfach zerstören? Wisdom Juice unlocked. The demon within your Midas door will protect your dungeon from harm, as long as you can pay its price. For each blow absorbed by this door, your coffers will be taxed. Tis the defense for a truly opulent underlord. Nervige Gegner. Die rennen weg. Und versuchen, mich wegzulocken. Das akzeptiere ich nicht. Was mache ich jetzt mit den ganzen hier? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, wir brauchen eine... ein Trainingsarea. Und Beasten könnte auch ein bisschen größer sein. Außerdem... Ich weiß gar nicht, wer von denen am besten ist. Ein paar sterben und dann werden daraus Seelen oder was auch immer, was gesagt wurde. Das ist doch eine wunderbare Sache. Ach so, ja, Arena vielleicht. Juggernaut has been corrupted in your torture chamber. A ghoul has risen in your crypt. Ghoul. Juggernaut. Hört sich eigentlich ganz cool an. Aber ich will so einen Mix aus allen. So, bald kommt das nächste. Was ist denn das? Da lebt ja immer noch eine. Your blade, Lotus, is under attack. Das ist ein sneaky little Armbrustschütze. Weg mit dem.
So, bitte einsammeln. Davon hätte ich gerne eine Variante wahrscheinlich. Beastmaster ist jetzt auch am Start. Wir haben jetzt eine ordentliche Armee zusammen. Wovon können wir am meisten gebrauchen? Na, wahrscheinlich noch mehr Biester, nicht wahr? Und Geld. Es fehlt an Geld. Es fehlt eindeutig an Geld. Die eine Geldquelle ist nicht sehr ergiebig. Was habe ich denn hier noch? Oh, zweimal Level Up. Oh, zweimal Level Up ist mächtig. So, zeitlich. 18 Minuten. Wir haben ungefähr die... Ja, 38 Minuten haben wir Zeit. Wir haben die Hälfte. Dann warten wir wahrscheinlich das zweite Bataillon an und danach gehen wir in die Gegenoffensive. Und in der Zwischenzeit... High Guard? Was war ein High Guard? Du bist ein High Guard. Scheinbar was Besonderes. Oh, ja, dich möchte ich. Sneaky Beaky. High Guard. Gerne doch. Genau, nach dem nächsten Angriff gehen wir in den... Was? Wo? Ach, da drüben. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, wisst ihr was? Können wir machen. Kann ich nicht machen? Oh doch, da geht doch was. A Juggernaut has been corrupted in your torture chamber. Oculus lost. Ja, aber hier wird angegriffen. Ah, Moment, Heilung, Heilung. Ja, wo ist die Heilung? Nicht speichern, ich muss zur Heilung. Payday has come again. Oh, sehe ich das richtig? Die Heiger. Der Heigard hat sogar einen extra Lebensbalken. Das ist ja mächtig. Da wird hier wunderbar aufgeräumt. Ach so, und jetzt sammelt sich anscheinend ein neuer Angriff. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal den anderen Außenposten dann geräumt. Dadurch können sie zwar, aber das macht auf jeden Fall keinen Unterschied mehr für mich. So, haben wir Heigard oder sowas? Nein, aber Heiler. Nee, Rat. Nicht Rat. Ah, nehmen wir wieder so einen Juggernaut. Juggernaut hört sich super an. Ghule, oh, schaut euch an, der Untotenmeister hat Ghule dabei. Auch eine coole Sache. So, hier haben sie jetzt aufgemacht. A Templar has been corrupted in your torture chamber. So höre ich das gerne. Templar, her mit den Templern. Die können irgendwelche Tempelsachen machen. Die sind bestimmt wichtig. Die Frage ist, das zerstört ihr nicht, oder? A minion cannot satisfy its needs because it is rallied. Ja, scheinbar nicht. Ja, eure Needs könnt ihr jetzt befriedigen. Das ist kein Thema. So, oh ja, jetzt kommt ein Zwergenbataillon. Oh, schön, schön, schön. Was haben wir hier? Wie lange? 40 angelockte Diener, 40%. Da geht doch mehr. Musst du mir Portal oder einige Einheiten loswerden. Ja, im Moment ist noch Platz. Im Moment gibt es noch Möglichkeiten. Und a Juggernaut is unhappy because it is tired. Your blade lotus is. Mal ein bisschen Platz für neue Räumlichkeiten. Sehr schön. Neues Fuel. Weswegen sind sie unhappy? A Templar has been corrupted in your torture chamber. Weil er müde ist. Your lair is too small. Ja, jetzt wird's mir genau gesagt. Schlafplätze fehlen. A Juggernaut has been corrupted in your torture chamber. An Schlafplätzen darf es nicht mangeln. Das ist kein Thema. A Huntress has been corrupted in your torture chamber. Huntress sind es. Your blade lotus is under attack. Feuerspucker. Your minions have engaged the enemy. Oculus lost. Wer kämpft denn hier? Wo kämpft ihr? Warum war dann Oculus? Ach, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ach, ist das herrlich. Ja, lauft in die Lotus. Sterbt. Elende Gewichte. Und werdet zu meinen Sklaven.
umfunktioniert. Währenddessen spielen die dort hinten. Wir haben Geld. Was wir nicht haben, ist mehr Succubus. Your Blade Lotus is under attack. Was hätte ich noch gerne? Ich hätte noch gerne tatsächlich Crackpots, habe ich keine. Geld. Es fehlt an Geld. Level habe ich. Und Level gibt es. Moment. Charge clean through and on to freedom. A high guard has been converted in your torture chamber. Ja, ein bisschen problematisch. Jetzt wird hier gekämpft, aber so ist es nun mal. Ich muss dann sowieso langsam mal hier durchbrechen, weil das gestört mich, dass hier, dass sie da zurückrennen können. Shadow lost. Ja, aber wenn das Prison nicht mehr weitergeht, dann gibt's noch andere Optionen. Feuerspucke. Genau, macht hier auf. Zerstört da mal alles. Again, this hellborn demon can't stop all of us. Wir können es versuchen. Your prison cannot house additional prisoners. Gnarling lost. Die werden alle wiederbelebt. Oder auch nicht. Mir egal. A firebreather has been corrupted in your torture chamber. Your minions are weiterarbeiten. Your minions are being attacked. Weiter überzeugen. K.O. machen, ja, und jetzt diese dummen Verteidigungsanlagen wegmachen. A Vanguard has been converted in your torture chamber. A priestess has been corrupted in your torture chamber. So, wir müssen hier... die sind falsch. Die und die kann ich nehmen. So, ist gut. Weg mit dem Rally-Banner. Ja... Hier, wieder zurück. Falsche Richtung. Übertreibt's jetzt nicht. The Empire's Huntress is a fierce ranged attacker who is adept at hunting the undead and is more resistant than most to beast attacks. She works in the arena, drilling her allies until they are as sharp as she is. Naja, nein, wir haben das eingenommen. Das ist doch schon mal gut. Was nicht gut ist, ich krieg die nicht hier weg. Warum kriegen wir jetzt die ganzen Infos darüber? Wow. Zieh dich zurück. Die sind hier gut durch. Ach so, der Außenposten. Oh, den hat's weggeballert. Your creatures are in combat. Bigger Crypt. Ja, erstmal wollte ich Crackpot machen. Necromancer lost. A ghoul has risen in your crypt. A firebreather has been corrupted in your torture chamber. Könnt ihr euch einfach mal da wieder zurückziehen? Lasst die Gegner kommen. Wir sind vorbereitet. Ja, meine Minions. Ihr dürft hier nicht durch, habe ich gesagt. Bleibt zurück.
Your blade lotus is under attack. Das ist natürlich lästig. A crackpot has entered your dungeon. Die versucht wegzurennen. Because it hasn't slept lately. A vanguard has been converted in your torture chamber. Die sind gut. Ich hätte gern mehr von diesen Jägerinnen. So, die Liste ist auf jeden Fall lang. Hm? Tom? Kämpft hier jemand noch? Gut! Bitte die Ladies abholen, die müssen mitkommen. Ich möchte die Ladies haben. Die müssen überzeugt werden, dass es bessere Methoden gibt. So, 3. Eigentlich muss ich jetzt in den Gegenangriff gehen. A priestess has been corrupted in your torture chamber. Your units have been blessed with experience. Mist, ich muss jetzt... Die Zeit ist gekommen. Jetzt kommt zwar das letzte Bataillon, aber ich muss sozusagen in den Gegenangriff gehen. It's time to pay your minions, Underlord. Meine Minions brauchen keine Bezahlung. Sie müssen angreifen, solange es noch geht. Moment. Sieht so... So noch wenig aus. Macht ihr alles und jeden weg. A succubus cannot satisfy its needs because it is rallied. Shadow lost. Alles eine Frage der Zeit. Succubus lost. Ach du Schande. Ich merke ja gerade langsam, wir haben ja noch einen ganz schön weiten Weg vor uns. Das habe ich gar nicht bedacht. You have insufficient mana to cast that spell. Das wird lästig. Ich hätte das umgehen können. Stattdessen muss ich mich durchbeißen. Your prisoners at capacity, Underlord. Your minions are in combat. Oculus lost. Your crypt is full of corpses. Make it larger. So viele Fallen. A crackpot cannot satisfy its needs because it is rallied. Shadow lost. Nein, ich kann die nicht mal wegblitzen, weil ich keinen Mana habe gerade. One of your minions is angry because it hasn't been paid. Tja, glücklich machen und angreifen sind schwierige Dinge. Juggernaut cannot satisfy its needs because it is rallied. Weiter angreifen. Weiter angreifen. Jetzt kommt sozusagen deren letzter Angriff. A succubus is unhappy because it hasn't been paid. Das hätte ich früher machen müssen, diesen Angriff.
dafür sind die jetzt geheilt. Cannot satisfy its needs because it is rallied. Gnarling lost. Solange ihr nicht rebelliert, ist alles gut. Not enough mana. Wichtig ist, dass ihr heilen könnt. Boah, sind das Fallen. Und das ist halt so ein Befestigungsschrein noch dazu. You have insufficient mana to cast that spell. Aber noch ist alles im grünen Bereich. Auch wenn wir mit dem Kopf durch die Wand müssen. Your minions are rebelling, Underlord. Das ist schlecht. Skarg lost. Das ist schlecht. The minions are rebelling. Ja, und jetzt gehen immer mehr zurück, weil sie halt irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen haben. Was fatal ist. Ich hätte viel früher da durchbrechen müssen. Not enough mana. Ja, wir sind noch am Kämpfen. Ich weiß nicht, wann hier gewonnen ist. Your minions are turning mutinous, Underlord. Das Imperium am Hindern. Insufficient mana. Your minions are revolting against you, Underlord. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, wann die Mission zu Ende ist. Your minions are rebelling, Underlord. Das ist alles schlecht. Your minions are under attack. Meine Minions sind geschlagen. Because it hasn't been paid. Your bombard is under attack. Your minions are rebelling. Your minions are in combat. Ich versuche, meine Minions zurückzuziehen. Geht aber nicht so leicht. A minion is unhappy because it hasn't slept lately. Die kann die wiederbeleben. So, jetzt. One of your minions is angry because it hasn't been paid. Die gehen mir echt auf den Geist. Wir müssten noch langsam alle Geld haben. Skarg lost. So, jetzt müssen wir doch langsam mal hier aufräumen. Da kommen noch mehr. 38, nicht mehr lange. Ja. Ja. Komm, weg. Laber nicht. Genau. Wow. Okay, ich muss einfach alle besiegen. Ja, und ich dachte, ich muss in der Zeit das Portal einnehmen. Zum Glück. Victory, Underlord. The Empire's forces are broken, and the stragglers can merely huddle in fear as they await our final strikes. Tatsächlich, mit diesem Wissen wäre jetzt die Mission anders verlaufen. Dann hätte ich diesen einen Zwischenposten viel früher eingenommen und einfach da die Verteidigung aufgebaut. Und da einfach eine tödliche Falle draus gemacht, weil die müssen einfach bloß reinrennen und sterben und dann ist die Mission abgeschlossen. Ja. War auf jeden Fall auch wieder eine coole Mission, muss ich zugeben. Hat Spaß gemacht. Ist eigentlich immer sehr angenehm, wenn man auf der bösen Seite sitzt und die Guten einfach reinlaufen lässt in seine Fallen.
Bisschen schwach von der von den Strategien. Die haben halt immer stärker Wellen geschickt, aber ja, an meinen, ich glaube, selbst die letzte Welle wäre wahrscheinlich an meinen Fallen gescheitert. Dementsprechend, ja. Und wir haben uns auch noch die Mühe gemacht, hier alles andere aufzuräumen eigentlich. Auch wenn das sehr anstrengend war. Es fehlt so ein... bei solchen Sachen, wenn man einen Vollangriff machen möchte, der längere Zeit geht, da braucht man so ein Artefakt, Zufriedenheit oder wie das heißt. Das ist dann normalerweise eine gute Möglichkeit. Ja, aber was soll man machen? Es war auf jeden Fall wieder eine wunderbare Mission. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzusehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.